die Details herausarbeiten. Eine Dienstleistung weiterentwickeln. Nachdem die Dienstleistung definiert und designt wurde, ist es jetzt notwendig, ins Detail zu gehen und jeden Aspekt dahinter dahingehend zu untersuchen, ob er designt und umgesetzt werden kann. An diesem Punkt ist es notwendig, zusätzliche Instrumente und Methoden zu nutzen. Business Model Canvas ist eines der Instrumente, um Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Ein Business Model beschreibt die Hintergründe, wie eine Organisation einen Wert im Sinne eines Produktes oder einer Dienstleistung schafft, liefert und erfasst. Das Business Model Canvas ist ein Instrument, um Geschäftsmodelle zu entwerfen und zu analysieren. Diese Canvas-Entwürfe werden für Organisationen und auch Individuen entwickelt. Das Canvas ist die visuelle Darstellung der verschiedenen Elemente eines Modells. Das Business Model U ist eine Ableitung des Business Models, das auf Individuen in arbeitsbezogenen Situationen fokussiert ist. Da alle Canvas-Entwürfe aus den gleichen Abschnitten bestehen, wird im Folgenden das originale Canvas-Modell vorgestellt. Die Vorteile: Canvas hilft, die Verbindungen zwischen den Teilen des Modells zu erkennen, Annahmen und Risiken zu identifizieren, Möglichkeiten zu finden, einen Mehrwert zu schaffen und sich über Strategien auszutauschen. Das Business Model Canvas beinhaltet 9 große Bereiche. Jeder Bereich hilft dabei, mehr über die Idee herauszufinden. Erstens Kundensegment. Zweitens Wertangebot. Drittens Kanäle. Viertens Kundenbeziehungen. Fünftens Einnahmequellen. Sechstens Schlüsselressourcen. Siebtens Schlüsselaktivitäten. Achtens Schlüsselpartner. Neuntens Kostenstruktur. Kundensegment. In diesem Bereich geht es darum, wer die Kunden sind. Folgende Fragen sollten beantwortet werden. Wer sind unsere wichtigsten Kunden? Für wen schaffen wir ein Produkt bzw. eine Dienstleistung? In diesem Bereich müssen wir uns ein detailliertes Bild von jedem Kundentypen machen. Sollten wir hinter das Offensichtliche blicken und uns auch auf das Folgende konzentrieren? Wer sind die Akteure? Wer ist am motiviertesten? Wer ist am meisten unterversorgt? Wer kann am meisten gewinnen? Wertangebot. In diesem Bereich müssen die folgenden Fragen beantwortet werden. Welchen Nutzen wollen wir dem Kunden bieten? Welche Kundenprobleme möchten wir lösen? Welche Kundenbedürfnisse möchten wir befriedigen? Kanäle. In diesem Bereich geht es darum, wie wir unser Produkt bzw. unsere Dienstleistung verteilen können. Wichtige Fragen hierbei sind: Über welche Kanäle möchten unsere Kunden erreicht werden, persönlich oder virtuell? Wie erreichen wir sie derzeit? Wie sind unsere Vertriebskanäle eingebunden? Welche Kanäle sind am effektivsten? Welche Kanäle sind am kosteneffizientesten? Kundenbeziehungen. Die folgenden Fragen sind wichtig für den Bereich der Kundenbeziehungen. Was für eine Art von Beziehung erwarten unsere Kunden? Wie bauen wir diese auf und pflegen sie? Welche haben wir bereits aufgebaut? Wie hoch sind die Kosten dafür? Wie passen sie zum Rest des Modells? Einnahmequellen. Welcher Wert ist für unsere Kunden wichtig? Für welche Produkte bzw. Dienstleistungen sind sie bereit zu zahlen? Schlüsselressourcen. Welche Schlüsselressourcen benötigen wir zur Umsetzung unseres Wertangebots?
Was für eine Infrastruktur und welche Ressourcen benötigen wir, um unser Versprechen einzuhalten? Die Ressourcen beinhalten Werkzeuge, Räumlichkeiten, Orte, Personal, Ausrüstung, Lizenzen, geistiges Eigentum, Betriebsmittel, finanzielle Ressourcen. Schlüsselaktivitäten. Welche Schlüsselaktivitäten sind zur Umsetzung unseres Wertangebots notwendig? Welche Hauptaktivitäten bzw. Leistungen müssen wir erbringen und wann? Wer sind unsere Schlüsselpartner? Lieferanten, Entwickler, Vertreiber, Investoren, Mitarbeiter, Zweigstellen oder Mitbewerber? Wie hilft bzw. schadet jeder Partner dem Business Model? Kostenstruktur. Was sind die entscheidenden Elemente der Kostenstruktur? Fixkosten, variable Kosten, Ressourcen, Kontoführungspartnerkosten, Kosten für Infrastruktur und Betriebskosten, Lohnkosten. Wie hoch sind die Kosten jedes Bereichs des Business Models? Was sind die Risiken und Unbekannten? Das Business Model Canvas ist ein nützliches Instrument, um das große Ganze zu sehen. Es ermöglicht uns Antworten auf die Was, Wie, Wer und Warum Fragen. Was für Produkte und Dienstleistungen gibt es bislang nicht? Wie können neue Produkte oder Methoden dazu beitragen, unser Produkt bzw. unsere Dienstleistung schneller, günstiger und in besserer Qualität herzustellen? Wer hat einen hohen Bedarf, der derzeit nicht gedeckt wird? Warum? Ein Bedürfnis des Kunden befriedigen. Mit dem Canvas arbeiten. Schreiben Sie Schlüsselbegriffe auf Klebezettel. So können Sie diese entfernen oder austauschen. Befestigen Sie die Klebezettel im entsprechenden Bereich auf dem Canvas. Stellen Sie es den anderen vor. Diskutieren Sie darüber und nehmen Sie die Feinabstimmung vor. Für weitere Informationen zum Business Model Canvas können diese Quellen herangezogen werden.